Ach, ich hab's vorhin noch gesagt. Die Schieberei hat uns wieder. Wir sind auch Kriminelle hier. Schiebung. Hehlerei, Schieberei. Allerlei. Alles ist mir einerlei. Kann man nur da einschieben oder gibt's hier noch irgendwas anderes, wo man... Nee, sieht nicht so aus. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ich muss da dran springen. Warum konnte ich da... Ach, weil die jetzt immer hoch und runter geht, ne? Weil die hoch und runter geht, kann ich das nicht. Alles klar. Das ist alles klar. Dann weiß ich Bescheid. So, ziemlich knapp bemessen dann, muss ich sagen. Und das war es mir wert. Was? Nicht im Ernst. Was war das? Safe State. Dann müssen wir nicht von da hinten immer wieder rüber. Das war gut. Das war nicht so gut. Das ist okay. Komm, das nehmen wir jetzt. Das ist eine blöde Stelle. Ich meine, schön gemacht, so ist es nicht. Oh, Leute. Ach, du Heiliger. Was ist das denn? Ein bisschen was von den Viechern in Herkules, in Theben. Die da immer so rumlaufen. Safe State. Okay. Ja. Boah, ey, die sind, die, ohne Scheiß, die sind am schlimmsten hier gerade, weil man sich auch nicht am Rand festhalten kann, weil die so schräg sind. Aber da muss man immer am weitesten springen, wie man nur springen kann. War das jetzt diese Plattform, die ich damit aktiviere? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Oh, und wir haben wieder einen Bonus. Sehr geil. Safe State. Sehr gut. Und... Oh, weit. Sehr gut. Warten. Oh, was ist das? Ein Pendel? Ein Shade-Pendel? Safe State. Boah. Das war okay. Ey, ach, hier erwischen die mich. Alles klar, ich dachte, die wären genau dazwischen. Die sind auf den Dingern. Ich dachte, die wären genau dazwischen. Ja, Dave, das sagtest du bereits. Oder? Hä, die sind doch dazwischen. Safe State? Egal, so. Geht mir nicht darum, perfekt zu spielen. Ach, okay. Aber das finde ich eigentlich immer geil, ehrlich gesagt. Moment. Es kam etwas unerwartet. Ach, da könnte ich ein bisschen warten, ne? Ja. Ach, wie man es macht, ist es verkehrt. Ich leg eine Wurst drauf. Komm, wir gehen da rein. Wieder fertig kriegen. Hier.
Ich bin einfach eben stumpf nach vorne gesprungen. Was auch geil war. Wo ist denn der Geist? Ich weiß das gar nicht. Hat das eben auch schon gewittert? Nö, ne? Kannst du knicken, so ich. Ist eigentlich wahrscheinlich ziemlich egal, wo man hergeht. Wahrscheinlich gibt es hier eh mehrere Gonge für uns. Der kommt uns wahrscheinlich auch wieder gleich entgegen hier. Herbert, das Gespenst. Ich finde das cool. Hi. So viel zum Thema entgegenkommen. Ja, komm, ist mir wurscht. Mach du ruhig. Okay. Hier wäre irgendwo noch ein Goho gewesen. Aber passt schon. Life's a bitch. Was? Ach, life's a beach. Das war aber eine, ist aber ein Wortspiel, ein dreckiges. Liebe Spieleentwickler. Wenn ich das gerade eben richtig im Augenwinkel gelesen habe. 44%. Yeah. Ja. Ist es auch. Safe State? Hätte an dieser Stelle nicht unbedingt sein müssen. Manche von euch würden wahrscheinlich sagen, muss überhaupt nicht sein. An keiner Stelle, aber haha. Ich bin so evil, ich tue es trotzdem. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe da kein Problem mit. Wobei Alex zum Beispiel dürfte sich eigentlich gar nicht mehr drüber beklagen. Außer man macht es halt übermäßig. Und ich finde nicht, dass ich es jetzt extrem übermäßig mache. Ich mache es an Stellen, finde ich, zum Beispiel gerade eben mit den Pendeln, wo sich das auch lohnt, würde ich behaupten. Manchmal ein bisschen unsinnig, das gebe ich zu. Aber ich versuche es schon so zu machen, dass es halt auch Sinn ergibt an solchen Stellen. Zum Beispiel hier am Anfang des Levels mache ich mal einen. Aber zum Beispiel bei Tombi. Da war es ja auch so, dass da hat ja Alex auch mitkommentiert und da hat er mir ja sogar ausdrücklich erlaubt, Safe States zu nutzen oder geraten sogar. Weil wir ja auch eine Sache ausprobieren wollten. Das ist offen. Dann gehen wir erstmal hier hin. Also von daher. Und das ist ein Gegner. Und das sieht groß aus. Und... so, wow, das war meine Schuld. Gobbo. Hallo? Wir können es aber auch so machen, dass ich halt so lange spiele immer... Ach, da ist ein Schlüssel, hallo. Dass ich halt so lange spiele, ohne neu zu laden, bis ich halt wieder bei Null bin, bei Null Leben. Und ab da halt dann wieder laden muss. So könnte man das auch machen. Zum Beispiel jetzt, hier bin ich gestorben, jetzt lade ich wieder. Vorher bin ich zwar auch gestorben, aber da hatte ich halt noch ein Leben. So meine ich das. Ich glaube, das ist vielleicht noch am fairsten, würde ich sagen. Ich muss nur dran denken, daran zu denken. Voll in die Fresse. Komm, 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 komm. Ah, schade. So. Ah. Spring-Action, Safe-State. Ich glaube, bevor wir da hinten, bevor ich die Tür aufmache, ich nehme mal an, dass der Schlüssel eher für die Tür als für den Käfig ist, gehe ich jetzt erstmal hier rein und mache das hier fertig. Am Anfang eines neuen Raums mache ich das jetzt immer. Safe State. So. Kann man da hinten her? Das sieht so nach Geheimnis aus. Naja, geht. Was der jetzt gebracht hat, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen.
Weil sonst muss ich halt auch immer, das, was ich auch ein bisschen blöd finde, ehrlich gesagt, immer ein ganzes Level wieder neu machen, wenn man dann halt gestorben ist und Game Over hat. Und so sparen wir uns halt einfach fürs Let's Play auch Zeit. Wow, das war knapp. Ist hier kein Schalter oder so? Ich mach erstmal das hier. Ja, danke Kamera, jetzt sehe ich wieder überhaupt nichts. Boah, das kann jetzt nur in die Hose gehen. Oh nein. Oh, Krok. Ja, geil. Ich muss das mit der Plattform da oben irgendwie machen. Von der... Ach du Scheiße. Oh, das ist wieder so ein Scheiß. Na, ich hab nichts gesagt. Ich weiß nicht mehr. Ich muss einfach X gedrückt halten, damit er mehrere dann kaputt macht. Ich habe das am Anfang nämlich einmal hingekriegt. Am Anfang des Spiels. Aber danach... Oh, nicht mehr. So, was machst du jetzt? Mach da. Und vor allem, wer bewegt sich? Bewegt sich irgendwo ein Gegner? Hier ist aber keiner. Das hier macht mich auch ein bisschen stutzig. Warum gibt es diesen Steg hier? Ich weiß nicht. Ihr hört das ja auch, dieses Klopfen. Ich glaube, von da hinten hier, von hier ist ein bisschen näher, glaube ich. Das macht mich gerade ein bisschen döschig, das Geräusch, muss ich sagen. Nein! Och, Mensch! Ah. Na egal, ich hab den Schlüssel. Ach komm, ich. I wanna have this. Wurde der gespeichert? Ja, die werden gespeichert. Das wusste ich jetzt auch nicht mehr auswendig. Boah, das ist echt wieder. Ach, da oben! Ach, hi! Kann ich hier irgendwie klettern oder so? Irgendwie an diesem Mittelding muss es irgendeinen Weg geben, wie man klettern kann. Ach, da! Okay, ist relativ offensichtlich. Habe ich jetzt durch meine Sonnenbrille nicht so gut gesehen. Vielleicht muss ich das auch erst machen und dann von hier... Wolltest du mich foppen hier, oder was? Ach so, wäre das ja viel einfacher gewesen. Oh. Was breche ich mir denn da ein ab, ey? Aber, ja. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück. Denn wir haben jetzt beide Schlüssel. Upsala. Hallo. Ja, natürlich, Kamera. Jetzt, das war jetzt aber ganz verarschig hier. Verarschig. Verarschend. Partizip 1. Kommt so oder so scheiße da drauf in der Mitte, muss ich sagen. Weil er sich, glaube ich, wahrscheinlich wieder nicht an dem Klotz festhalten kann. Aber die Gebrechlichen hier, ich mache jetzt erstmal ein Safe State hier. So. Die Gebrechlichen hier sind ein bisschen näher dran, deswegen versuche ich das mal über die.
Hat geklappt, das ist gut. Da hinten war ich auch noch nicht, oder? Nee, war ich noch nicht. Danke, Krok. Manchmal ist er jetzt echt richtig gut in der Mitarbeit, muss ich auch sagen. Er war stets bemüht. Machte Schleichwerbung für Shazam. Nach wie vor. Oh. Dann kann ich jetzt eigentlich... Könnte ich über die Mitte, aber... Nee, ich mach's lieber hier so rum.